Geschichte der Woche. Und auch heute bleiben wir mal wieder ein klein wenig familiärer. Im Studio bin ich fast alleine, aber Gott sei Dank nicht ganz. Stefanie Kralewski, die ist heute auch wieder bei uns, wie immer im Doppelpack. Die Erfolgsgeschichte und der Hexenkalender. Und wir haben heute ein bisschen Zeit, Steffi, denn manchmal passieren ja solche Dinge, da sagen leider Gottes Gäste kurzfristig ab. Das ist heute leider Gottes auch wieder der Fall gewesen, aus einem traurigen Anlass. Es ging um einen Trauerfall in der Familie und da haben wir natürlich vollstes Verständnis. Aber deswegen haben wir kurzfristig uns überlegt, noch ein schönes Ritual für unsere Zuschauer im Hexenkalender vorzustellen. Und hat es was mit Liebe zu tun? Die Pflanze sieht zumindest aus wie eine Liebespflanze. Genau. Wie heißt die nochmal? Hirtentäschelkraut. Das Hirtentäschelkraut. Wer es nicht kennt, der wird sich aber in diese Pflanze verlieben, da bin ich mir sicher. Wir haben Angelika Haas, die ist allerdings auch zu Hause, aber via Cube zugeschaltet. Die will uns heute mal ein bisschen aufrütteln, dass wir uns die Zeit nicht nur zwischen 10 und 11 Uhr für uns nehmen sollten, für leichter Leben nehmen sollten, sondern generell, dass es wichtig ist, dass wir uns die Zeit für uns nehmen und wie sie uns da motivieren möchte, dass wir wird sie auch erzählen. Dann haben wir noch den Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Ich finde heute mit einem sehr spannenden Thema. Da geht es nämlich um Schlösser und wer wie welche Schlösser bewohnt und ob man ja wirklich von einem Märchenschloss reden kann oder auch nicht. Und zu Beginn, da starten wir mit einem Gesicht, das Sie natürlich kennen und das Sie gleich auch wieder sehen werden. Ab 11 Uhr nämlich unsere Theodora Contodimo mit ihrem Astro-TV-Shop und da holt sie oder zeigt Ihnen wieder Ihre tollen Produkte. Und heute hat sie auch wieder ein tolles Produkt mitgebracht, das man bereits ein bisschen früher erwerben kann. Und da geht es um ein Thema, von dem wir auch nicht genug bekommen können. Das Thema Fülle nämlich. Theodora, Grüße nach Leipzig. Du sitzt schön zu Hause, aber möchtest natürlich trotzdem den Zuschauern deine Produkte näher bringen, gleich um 11 Uhr im Astro-TV-Shop. Aber ein bisschen früher, heute wollen wir über Fülle reden, über das Spray der ganz besonderen Art. Ganz genau, es ist das Lieblingsspray sehr, sehr viele Menschen mittlerweile geworden. Seit 2013 stelle ich das nun schon im Astro TV vor, liebe Zuschauer. Es hat das Leben vieler, vieler Menschen verändern dürfen. Es ist die Segnungsessenz Fülle und ich finde, sie hat einen Ehrenplatz verdient, denn sie darf alte Muster in ihrem Inneren auflösen und ihnen verhelfen, in die materielle Fülle zu gelangen. Und das ist das Geheimnis der Fülle-Essenz. Denn sie trägt so viel Energie in sich, die ich ja hineingechannelt habe, die sie dabei unterstützt, auch Mangelstrukturen aufzulösen. Denn oftmals ist das so, dass wir in eine Familie uns hinein inkarnieren, die dieses Thema mit sich bringt, den Mangel oder die Fülle. Und wir beugen uns im gesamten Leben mit dem Mangel, wenn wir es nicht erkennen, um das zu transformieren, damit sie endlich ihre Finanzen in die Ordnung bringen, ist es wichtig, sich einzulassen auf diese Veränderung, auf diese Transformation. Und genau da kommt die Fülle-Essenz ins Spiel. Es ist also kein Auraspray, es ist kein Raumspray, es ist eine Lichtkörper-Essenz. Sie wirkt quasi in ihrem Lichtkörper und in ihrer Seele. Sie befreit sie von Mangel, von Armutsstrukturen, von falschen Gedankenstrukturen, von anerzogenen Mustern, damit sie umdenken einmal. Aber nicht nur das, sondern sie bettet gleichzeitig in ihre Seele hinein diese Energie, die sie unterstützt, die finanzielle Fülle endlich willkommen zu heißen. Und das ist das Gigantische. Es sind Channelings, die hier einfließen. Sie wissen ja, ich bin Channel-Medium. Und über diese Channelings betten und verankern sich die Frequenzen der materiellen Fülle in diese Essenz und unterstützen sie direkt beim Sprühen schon, sich zu befreien von Mangelstrukturen und all dem, was sie blockiert, damit sie sich einlassen können auf das mehr Geld erlangen, egal wie. Und das ist das Gigantische, dass sie so individuell wirkt, wie auch wir individuell sind. Das ist einfach unbeschreiblich, was sie vermag, ihnen zu bringen. Es hat ja was mit Einstellung zu tun. Es hat vielleicht auch was mit Umdenken zu tun. Und dann sind natürlich diese kleinen Unterstützer genau das Richtige, was man vielleicht braucht, um wieder an sich zu glauben, um vielleicht auch wirklich sich wieder wertig zu schätzen und dementsprechend auch seine Arbeit zu wertschätzen und sie auch sich dementsprechend belohnen zu lassen.
Ja, es ist nicht nur der Glaube, weil das würde ja ein Placebo-Effekt sein. Nein, hier geht es tatsächlich um die Energie, weil wir holen oder die geistige Welt holt das negative Befinden heraus, die Negativmuster, und bettet in ihre Seele die positive Energie. Denn sie sind ja, wir bestehen ja aus Wasser letzten Endes. Unsere Zellen sind ja wahrhaftig mit Wasser beseelt, und diese Information, die wir im Zellwasser tragen, wenn sie negativ strukturiert ist, dann ziehen wir nach dem Gesetz der Resonanz nur Negatives in unser Leben. Die geistige Welt unterstützt uns hierbei, unsere Zellinformation zu verändern, unsere Einstellung zu verändern, alte Gelöbnisse der Armut oder auch Schwüre der Armut und des Mangels abzulegen. Das transformiert alles die Energie, programmiert unsere Zellinformation neu, unser Bewusstsein, und dann wirken sie auch nach dem Gesetz der Resonanz und ziehen die materielle Fülle in ihr Leben, denn sie wissen, gleiches gesellt sich zum Gleichen. Also haben sie Negativinformationen in ihrem Inneren getragen, ziehen sie den Mangel und das Negative in ihr Leben. Haben sie positive Informationen in ihren Zellen und in ihrem Bewusstsein, in ihrer Seele verankert, ziehen sie automatisch das Positive und die Fülle-Essenz, die braucht im Prinzip gar nicht so an Glauben, sondern vielmehr ihre Absicht nur, dass sie erlauben, dass sie für sie wirkt. Sie sprühen sich ein, und das ist so einfach. Und dann fängt sie schon an zu arbeiten. Ich bin Theodora. Sie nennen bitte Ihren Namen beim Sprühen, denn das bekundet Ihre Absicht, dass Sie jetzt empfangen wollen. Und dann entfalten sich all die Frequenzen, die hier hineingechannelt sind, betten sich in Ihr Bewusstsein, in Ihre Seele, in Ihre Zellen als neue Information. Und dann beginnt das alles, um zu strukturieren den Mangel, und verschafft Ihnen wunderbare Situationen, in denen Sie zu mehr materieller Fülle gelangen. Hat es aber auch ein bisschen was mit Selbstbewusstsein zu tun, Theodora? Man sagt ja, es gibt diese Sprichwörter, und ich finde, diese Sprichwörter, die kommen immer mehr zum Tragen, denn jedes Sprichwort, da ist ja wirklich etwas an Glaubenssätzen auch mit drinnen. Und es gibt dieses Sprichwort, man verkauft sich unter seinem Wert. Ja. Also unter seinem Wert zu verkaufen, hat natürlich auch wieder was mit Selbstbewusstsein zu tun, dass man einfach deutlich zeigt, nein, ich bin einen anderen Preis wert als den ihr mir hier zahlen wollt. Ja, das sind die positiven Nebenwirkungen dieser Essenz, denn sie bringt nicht nur die Verstärkung der materiellen Aspekte, also des Portemonnaies und des Geldes, sondern sie befreit sie von negativem Gefühl, das sie sich selbst gegenüber tragen. Klar, wenn man kein Geld hat, fühlt man sich schlecht, man kleidet sich entsprechend, man fühlt sich minderwertig. Also zusätzlich, dass die positive Nebenwirkung erhöht die Fülle-Essenz, den Selbstwert, die Selbstliebe, die Sicherheit, den Erfolg, alles, was sie dazu führt, mehr Geld für sich hierher zu holen. All das geht tatsächlich in die Entfaltung. Das sind positive Nebenwirkungen, die sie unterstützen, auch sich selber wieder gern zu haben. Denn wenn man kein Geld hat, und ich kann echt ein paar Lieder davon singen, in meiner Vergangenheit, wissen Sie ja, war es ja wirklich ganz furchtbar. Und da war mein Selbstwert auch wirklich tiefstes Untergeschoss. Ich fühlte mich ganz schlecht, denn ich dachte, ich kriege ja gar nichts mehr gebacken. Es war einfach schlimm. Egal wie viel ich gearbeitet habe, das Geld hat niemals gereicht. Und das Problem ist, dass je geringer der Selbstwert ist, wie du sagst auch, Andrea, umso schlechter geht es uns, und umso mehr der schlechten Energie ziehen wir in das Leben. Auch das darf sich verändern mit der Fülle-Essenz, damit sie beginnen, sich wieder zu mögen, damit sie sich selber wieder wertschätzen. Und dann spiegeln die Menschen in ihrem Umfeld auch das. Sie werden mehr Anerkennung, mehr Wert erfahren, ob es die Gehaltserhöhung ist, ob es tatsächlich vielleicht überhaupt der neue Job ist, ob es die Wertschätzung der Kollegen ist, was auch immer sie bislang im Mangel erfahren haben. Es wird sich umstrukturieren, damit sie ein viel besseres Wohligkeitsgefühl und Lebensgefühl auch für sich kreieren. Und tatsächlich der Hauptgrund oder das Hauptthema sind die Finanzen, die absolute Verbesserung. Ja, und die kann man verbessern, indem man jetzt zum Telefonhörer greift, die gebührenfreie, eingeblendete Telefonnummer wählt und sich mit deinem Callcenter in Verbindung setzt. Denn da gibt es jetzt auch schon vor 11 Uhr die Produkte von Theodora Contodimo zu kaufen. Und das können Sie heute natürlich auch wie immer tun. Es ist unser Produkt des Tages, das wir Ihnen vorstellen. Und ich freue mich ja immer, wenn wir auch mal wieder miteinander plaudern, da du ja aus Leipzig gar nicht mehr wegkommst. Aber um 11 Uhr bist
nichtsdestotrotz alledem wieder für die AstroTV-Zuschauer zu sehen mit Anja Burkhardt gemeinsam im AstroTV-Shop. Und da gibt es viele, viele andere tolle Produkte von unserer Theodora. Bis dahin, lass es dir gut gehen, meine Liebe. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und liebe Andrea. Viel Spaß später noch. Ja. Bis dann. Ja, tschüss und Servus. Unsere Theodora Konto Dimo, das Produkt des Tages, das wir Ihnen hier bei Leichter Leben natürlich auch heute wieder nicht vorenthalten wollen. Vorenthalten wollen wir Ihnen natürlich auch nicht ein kleines Geschenk, fast Geschenk. Sie wissen, in unserer Verlosung, bei unserer Verlosung müssen Sie 50 Cent investieren. Und dann bekommen Sie heute auch etwas ganz Wunderbares. Das ist nämlich ein Kartenset, eine Art Postkartenset mit vielen, vielen schönen und tollen Affirmationen. Die Werte sind das Fundament deiner Selbstachtung zum Beispiel. Das ist nur ein kleiner Auszug von wirklich einigen Karten, die Sie gut nutzen können, verschicken können, jemand anderen eine Freude machen können. Und wenn Sie sagen, diese Freude will ich mir aber selber machen, dann machen Sie mit bei unserer Verlosung. Oh, heute natürlich echt extremst schwer. Wir wollen wissen, für welchen Kalender ist eigentlich unsere Stefanie Kralewski bekannt? Für A, den Hexenkalender, oder B, den Ferienkalender. Die Telefonnummern, die sind bekannt aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Können Sie wie immer mitmachen. 50 Cent, das habe ich bereits erwähnt. Bis um 11 Uhr ist der Anrufbeantworter geschaltet. Und Sie können die Spielregeln noch mal nachlesen unter www.astrotv.de. Tja, da ist sie. Ja, können wir machen mit der Erfolgsgeschichte. Machen wir weiter, klar. Gibt es natürlich wieder eine Erfolgsgeschichte. Warum machen wir das? Wir wollen zeigen, dass Geschichten aus dem Leben sehr, sehr vielseitig sein können, unterschiedlich sein können, dass aber die Berater in irgendeiner Form immer zur Seite stehen können, egal bei welchen Themen. Ganz genau. Dass auch unsere Berater natürlich spezialisiert sind auf verschiedene Themen, auf verschiedene Lebensbereiche, verschiedene Beratungsmethoden. Da kann jeder tatsächlich so seinen Berater, seine Beraterin finden. Genau. Und das kann man natürlich auf der einen Seite übers Internet. Das heißt, man kann sich einloggen bei unserer Plattform, bei unserer Lebensberater-Plattform Questico. Und da sind zum Beispiel auch alle Berater aufgelistet. Ja. Und es ist manchmal auch hier wie so eine Tageskarte zu ziehen. Das Bauchgefühl, dass ein Bild, eine Person, vielleicht auch eine Art des Werkzeugs einen ganz besonders anspricht. Genau. Und das kann man danach filtern lassen auf der Internetseite. Man kann nach den TV-Beratern suchen oder nach Kartenlegern oder nach Astrologen. Also da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und es gibt ja nicht nur ein Bild dort, sondern es gibt immer auch ein ausführliches Profil von jedem einzelnen Berater. Manche haben sogar Videos. Das heißt, man kriegt auch schon so einen Eindruck und weiß dann, ob das Richtige ist. Genau, das Bild kann man aber auch finden in unserem monatlichen Magazin, dem Zukunftsblick. Da gibt es nämlich auch so ein kleines Heftlein dazu. Das finde ich auch immer sehr schön. Und da reiße ich das hier. Guck mal. Genau. Und da sind nämlich auch alle unsere Berater aufgegliedert. Da kann man sich über die Bilder vielleicht mal leiten lassen. Man kann aber natürlich auch gucken, welchen Rat man von wem haben möchte, mit welchem Werkzeug gearbeitet wird. Kartenlegen, Hellsicht, Astrologie. Also auch hier jede Menge unserer Berater, die Sie finden können. Und es gibt natürlich auch Berater wie Dunja Ehring, die ihr ganz spezielles Werkzeug wahrscheinlich hat. Genau, die ich gerade verschlagen habe. Weil ich dir das Heftchen geben wollte. Genau. Dunja Ehring ist eine Beraterin, die auch schon ein Weilchen da ist bei unserem Partner Questico, die also schon ordentlich Gesprächserfahrung auch hat. Und sie hat hier eine tolle Geschichte zu erzählen, beziehungsweise eigentlich ist es ja ihre Anruferin. Wir haben sie Maria genannt. Denn, liebe Zuschauer, Sie wissen ja, dass unsere Anrufer, unsere Gespräche immer wirklich unter vier Ohren bleiben. Und damit wir die Geschichte erzählen können, geben wir einfach einen anderen Namen dazu. Und das haben wir jetzt gemacht. Wir haben sie Maria genannt. Und Maria ist so ein bisschen Hals über Kopf aus Versehen in eine Affäre hineingerutscht. Oh ja. Ja, tatsächlich ist es so, sie sind sich einfach, der Albert und die Maria sind sich auf einem Markt begegnet und sie hat dort gearbeitet, er hat dort gearbeitet und dann hat es mal ins Gespräch gekommen und irgendwie ist das dann halt so passiert.
er war noch verheiratet und dann ist das irgendwie so passiert. Sie kennen das vielleicht, liebe Zuschauer, manchmal rutscht man in Situationen hinein, das hat man gar nicht geplant und plötzlich ist man irgendwie mittendrin im Chaos. Und so war das bei Maria auch. Und als der Albert sich dann nicht gemeldet hat, als sie sich nicht mehr gesehen haben, weil dann wie so eine Art Marktpause war, da ist sie natürlich ganz unruhig geworden und hat dann mit Dunja telefoniert, um einfach zu hören, will er denn noch und vor allen Dingen, wo führt denn das hin? Weil Affäre war nicht das, was Maria wollte. Genau. Und dann haben die miteinander gesprochen. Dunja hat ganz viel, auch da ging es gar nicht so um die Prognose. Ja, es war schon klar, dass es das Besondere zwischen den beiden ist, aber es ging darum, dass Maria eben zu sich selbst findet, dass sie selber herausfindet, was sie eigentlich möchte, dass sie selbst wieder stark wird, wieder bei sich ankommt, sich nicht mehr so abhängig fühlt. Und tatsächlich genau das war es dann, was den Albert auch wieder angezogen hat, was dafür gesorgt hat, dass Albert dann eben auch seine Schritte gehen konnte, dass er dann tatsächlich Entscheidungen treffen konnte, hat sich gegen seine Frau entschieden, hat sich für Maria entschieden und es hat dann ein wunderbares Happy End gegeben. Loslassen, das ist ja im Endeffekt immer das ganz große Thema, ne? Also wir sind viel zu verkrampft manchmal und natürlich kann man jetzt sagen, da hat sie aber eine Ehe auseinandergebracht, aber dazu gehören ja immer zwei. Das heißt, diese Ehe scheint ja dann wirklich auch nicht glücklich gewesen zu sein. Und dann muss man ja auch irgendwann mal sagen, es geht um das eigene Leben und da will man glücklich werden. Genau, also ich denke tatsächlich, ich halte also gar nicht so viel von solchen Beschuldigungen, da hat man irgendwie die Ehe auseinandergebracht oder so. Es ist ja nicht so gewesen, dass Maria hingesagt hat, such mir jetzt einen Mann und zerstöre seine Beziehung, sondern es ist einfach so passiert, die haben sich beide ineinander verliebt. Und ja, dafür muss es eben Raum geben in einer Ehe. Und wenn es diesen Raum eben gibt, dann stimmt in der Ehe irgendwas nicht und dann muss man das halt miteinander klären. Und dann ist es manchmal wirklich auch der einfachere Weg, jemanden, der neutral ist, der einen vielleicht auch gar nicht kennt, ihm die Geschichte so zu erzählen, seine Gefühle so zu offenbaren, als wenn man es vielleicht im Freundeskreis tut, weil da geht es mit Sicherheit um Wertung. Ja, naja, im Freundeskreis geht es ja irgendwie immer darum, dass man möchte ja nicht, dass die Freundin Schmerz hat oder so, dann gibt man halt Ratschläge so aus seiner Wahrnehmung. Und das ist ja ganz klar. Aber Berater, die stehen eben immer so ein bisschen, also ein bisschen aus der Entfernung und schauen ein bisschen aus der Entfernung drauf und helfen einfach einen Weg in dem ganzen Labyrinth zu finden. Aber gehen müssen unsere Anrufer und Anruferinnen ihnen natürlich selbst. Wir helfen dabei, wir halten Händchen, wir trösten, wir machen ganz viel Mut, aber gehen müssen unsere Anrufer den Weg selbst. Thema Liebe, wahrscheinlich nach wie vor immer noch das Hauptthema, oder? Ja, ich habe schon das Gefühl, das verändert sich. Das hat sich in den letzten Jahren schon ein Stückchen verändert. Es geht zunehmend um Beruf, um Selbstfindung, um auch Spiritualität, aber vor allen Dingen auch irgendwie so seinen Weg im Leben zu finden. Gibt es eine Altersklasse? Das interessiert mich ja immer, wo man sagt, das ist schon auch der Mensch, der vielleicht gerade immer noch hoffnungslos ist. Denn ich sage immer, zwischen 20 und 30, da sind wir auf der Suche nach unserem Weg. Da probieren wir uns in irgendeiner Form aus. Bis wir dann irgendwie 30 sind, dann machen wir vielleicht das, was wir gefunden haben. Und ab 40 werden wir vielleicht unzufrieden. Ja, und fragen dann nochmal nach. Ja, es ist ganz spannend. Also tatsächlich ist es so, also man muss mindestens 18 sein, um bei Questico oder auch bei uns bei Astro TV oder so weiter anzurufen, klar. Aber dann ist das doch sehr unterschiedlich. Jeder Berater hat da so, zieht so eine bestimmte Gruppe von Menschen an. Der eine hat sehr viele Frauen, vielleicht um die 30 als Gesprächspartner. Eine andere Beraterin zieht vielleicht eher die Männer an. Ja? Und das ist so, das kommt ein bisschen aufs Thema an und auf die Persönlichkeit und das ist sehr, sehr gemischt. Dunja Ehring, das ist heute auf jeden Fall unsere Beraterin, die man auch kennenlernen kann über unser Portal Questico. Nämlich viele unserer Berater kennt man natürlich auch aus Astro TV. Wie gesagt, natürlich nicht die einzigen, die Hilfestellung geben, sondern da ist ein richtig großer Stab an Menschen und deswegen ist auch eine 24-Stunden Betreuung quasi wirklich auch möglich. Ja, und ich konnte das ja am Anfang nicht glauben. Ne? Als ich so angefangen habe, konnte ich nicht glauben, dass wirklich immer jemand da ist. Und habe ich zu allen möglichen und unmöglichen Uhrzeiten geguckt, ob jemand da ist. Und es ist immer jemand da gewesen. Also das heißt, man findet immer jemanden zum Gespräch und wenn es nachts 2:30 ist. Und das Schöne ist auch, dass auch hier wirklich es meistens kein Zufall, sondern oftmals Schicksal ist. Und das erleben wir ja immer durch diese Erfolgsstories, nämlich dass Menschen uns ihre Geschichten erzählen und sagen, ich bin über
keine Ahnung, warum ich auf sie gestoßen bin. Ja. Aber es ist einfach passiert und es war genau die richtige Entscheidung. Sie hat mir einfach weitergeholfen. Und auch an dieser Stelle, wir klären ja immer ganz gerne auf, denn natürlich wissen wir auch, dass Lebensberatung teilweise immer noch mit so einem negativen Touch behaftet ist. Ich frage mich manchmal, warum? Denn ihr probiert den Menschen eben wirklich neuen Lebensmut zu machen, die Dinge vielleicht auch mal aus anderen Blickwinkeln zu sehen. Und dass ihr da Werkzeuge benutzt, die der ein oder andere vielleicht ein bisschen skurril oder spooky findet, ja, okay, aber das ist ja nicht das Einzige, was ihr macht. Nee, und ich muss auch wirklich sagen, wir bei Questico sind wirklich, wirklich gut ausgebildet. Wir können uns gar nicht einfach als Berater melden, sondern wir durchlaufen ein Verfahren, ja, wo Scharlatane, genügend Menschen, die natürlich in irgendeiner Form den Menschen das Geld aus der Tasche ziehen, unseriös arbeiten. Aber das ist wie, glaube ich, bei jedem Beruf. Es gibt den guten Maler, es gibt den schlechten Maler. Wir haben mal ein Erfolgserlebnis beim Friseur und mal sind wir tief traurig, wenn wir was Neues ausprobieren. So ist es beim Rechtsanwalt, so ist es beim Psychologen. Genau. Überall gibt es die, die es ein bisschen anders machen und das Gute setzt sich durch. Und wir sind nicht umsonst natürlich das erfolgreichste Portal Europas, ich glaube mittlerweile fast schon weltweit, denn da kann uns keiner irgendwie das Wasser reichen. Genau, weil einfach Qualität hier einfach ein ganz, ganz großes Thema ist. Und beim europäischen Marktführer zu sein, ist natürlich auch was ganz Wunderbares. Genau, und da sind einige da, die können Sie finden. Da sind die Glücksbringer auch immer gerne drinnen in diesem kleinen Beipackbüchlein vom Zukunftsblick, unserem Monatsmagazin. Das lohnt sich natürlich auch immer, sich mit dem mal zu verbinden, denn da sind auch viele weiterbringende Themen, so wie wir es mit Leichter Leben ja auch machen. Wir wollen den Menschen ganz einfach jeden Tag irgendwie Anregungen geben, ob man sie befolgt oder nicht. Auch da kann jeder selber drüber nachdenken, aber das sind auch manchmal Gespräche, ohne dass wir die Weltverbesserer sein möchten, aber wir wollen Menschen einfach eben auch die Möglichkeit geben, ihre Sichtweise einfach mal zu erklären und vielleicht den einen oder anderen mitzuziehen, was ja ganz schön ist. Vielen herzlichen Dank. Wer mehr über unsere Berater natürlich erfahren möchte, der kann das tun. Und wer sich mit Dunja Ehring in Verbindung setzen möchte, auch das ist möglich. Der Beratercode ist die 1729, wobei man bei Questico im Internet zum Beispiel auch den Namen eingeben kann. Und dann wird man auf jeden Fall an die richtige Beraterin weitergeleitet. Mhm. Dunja Ehring, wie gesagt, das war heute unsere Erfolgsgeschichte. Die schreiben bestimmt aber auch die anderen Kollegen, die man über unsere Lebensplattformen erreichen kann. Wir haben ja nicht nur Questico, sondern es gibt ja noch eine zweite Plattform, die nennt sich Viversum. Und auch da finden Sie viele, viele Glücksbringer. So, die Angelika Haas haben wir heute auch mal wieder zu Gast. Die sitzt auch schön zu Hause und unser Motto von Leichter Leben, Angelika, ist es ja Zeit für dich. Also leichter Leben, diese Stunde, die sollte sich jeder mal nehmen, um sich vielleicht auch nur inspirieren zu lassen, ein paar neue Dinge zu erfahren. Und das ist ja auch etwas, was ihr den als Lebensberater Menschen oft mit auf den Weg gibt, andere Blickwinkel mal auszuprobieren. Ja, genau. Hallo Andrea, hallo liebe Zuschauer. Ja, ich bin ja wieder hier at home, ja, und habe jetzt heute wieder ein Thema dabei, gerade für die Zuschauer. Letztes Mal war ja wegen Dankbarkeit, habe ich ja mal kurz drüber gesprochen. Und heute möchte ich mal mit so kleinen Hilfestellungen reden, weil wenn ich meine Leute, meine Anrufer berate, habe ich mich jetzt spezialisiert, immer so kleine Hilfestellungen zu geben. Also zum Beispiel, wenn ich irgendetwas sehe im Horoskop oder in den Karten,
Karten, wo so kleine Haken sind, wenn die Person zum Beispiel gerade überhaupt nicht so Freude spüren kann, ja, oder gerade so ein bisschen down ist. Was kann man da tun? Was kann man da unterstützen? Und da habe ich, wie gesagt, immer so kleine Affirmationen, so kleine Rituale, Botschaften, Hinweise. Und da habe ich gedacht, ich kann ja heute mal einfach mal über sowas sprechen, was ich da weitergebe. Das nennt sich sozusagen mein Glücksbuch. Wir hören dir ganz gespannt zu, Angelika. Ah, okay, weil ich wusste jetzt nicht, weil ich überhaupt nichts gehört habe. Nein, okay. Das Glücksbuch, ja, genau. Das du selber zusammengestellt hast mit verschiedenen Affirmationen? Nee, das ist andersrum. Und zwar, also wenn mich jetzt zum Beispiel jemand anruft und ich merke, da ist einfach jemand ziemlich down und spürt überhaupt keine Freude und sowas, dann sage ich immer, es gibt zwei Möglichkeiten. Du stehst morgens auf und hast so ein kleines Buch neben dir und es ist dein Dankbarkeitsbuch und das schreibst du morgens beim Aufwachen rein. Ja, was dich jetzt irgendwie in der Nacht beschäftigt hat oder du hattest einen Traum oder du hast so einen Wunsch, der in dir hochkommt oder du merkst einfach, dass du dankbar bist, dass du also gesund aufstehen kannst, dass die Sonne lacht, ja. Das wäre zum Beispiel so ein Dankbarkeitsbuch. Und das andere ist, wenn man abends vorm Schlafen gehen, das empfehle ich dann immer, dass man dann einfach aufschreibt, was war gut an dem Tag. Ja, also gerade so vorm Einschlafen, was hat mir heute Glück gebracht? Zum Beispiel, es kann ja was ganz Kleines sein. Man war beim Bäcker, man hat ein tolles Gespräch gehabt. Oder man läuft im Park und es hat an jemand angelächelt. Oder es kann ja auch nur sein, die Vöglein haben gezwitschert, die Sonne hat gescheint. Es kann was ganz Kleines sein oder was ganz Großes. Mhm. Und wenn man einmal an einem Tag irgendwo merkt, ich kann da gar nichts eintragen, und am Anfang ist es so, wenn jemand down ist, da trägt man eigentlich gar nicht richtig was ein, weil es fällt einem nichts ein. Und dann schreibt man hin Hausaufgabe an diesem Tag. Und da, wo Hausaufgabe steht, da muss was dazu, was einem Freude macht. Also ich mache einen Waldlauf, ich mache eine Massage, ich nehme ein heißes Bad. Also es kann auch wieder was Kleines sein, aber was man sich eben gönnt. Und wenn man das länger macht, das habe ich meinen Kunden schon ganz oft weitergegeben, wenn man das länger macht, kommt immer mehr rein, ja. Und man hat weniger Hausaufgaben, man merkt, dass man immer glücklicher wird und man sollte es mal einfach ausprobieren, dass man sich auch selber so ein bisschen wieder rausholt. Ich finde, das ist immer so mein Glücksbuch. Das ist ein ganz, ganz guter Tipp, denn das ist ja nichts Neues, was du jetzt gerade erzählst. Sich Gedanken zu machen, vielleicht Gedanken morgens zu machen oder gerade abends vielleicht auch mal in diese Dankbarkeit zu gehen, die schönen Dinge, die man am Tag erlebt hat, niederzuschreiben. Die wenigsten machen es aber dann doch und ziehen es nicht wirklich richtig durch. Also wir müssen schon auch selber etwas tun. Und deswegen finde ich die Idee, den Vorschlag ganz schön, sich dann zu belohnen, selber zu belohnen, wenn man auf der einen Seite vielleicht irgendetwas aufgeschrieben hat, aber eben sich auch mal die Zeit zu gönnen, für sich zu sein. Das ist es, genau, weil meistens denkt man, okay, ich trage das da ein, ja, schön und gut. Aber wenn ich natürlich weiß, okay, mir fällt irgendwann nichts ein, ich belohne mich aber und es muss ja auch nichts Großes sein, das kann was Kleines sein, aber irgendwie wächst dann in einem so eine Freude hoch, weil es gibt ja noch schöne Dinge, gerade in unserer heutigen Zeit, das wissen wir alle, wie schwierig es gerade ist. Und wenn man sich da so kleine Dinge holt, die einen einfach unterstützen, die bringen einen total weiter. Also ich kriege immer so die Feedbacks und es bringt einen wirklich total auf einen anderen Weg wieder. Ja, es sind auch, und wir alle wissen ja, dass wir schöne Dinge gerne haben, dass wir uns gerne mit schönen Dingen, schönen Worten umgeben und die kann man sich natürlich auch selber geben und dann ist es eine gute Idee, sich das aufzuschreiben, sich mal wieder was zu gönnen, sich mal wieder etwas wert zu sein und sein Selbstvertrauen damit natürlich auch ein bisschen wieder zu steigern und rauszugehen aus den dunklen Momenten. Und ansonsten seid ihr natürlich auch immer diese kleinen Helfershelfer, die eben Anleitungen geben, die den Menschen ja auch wieder probieren, das Licht ins Leben zurückzuführen. Angelika, vielen herzlichen Dank. Auch du bist natürlich, wenn du nicht bei Astro TV bist, über unser Lebensportal, Lebensberaterportal Questico zu erreichen. Und auch da kann man dich natürlich bekommen, mit deiner neuen Art zu arbeiten, aber auch immer noch über die Astrologie, oder? Klar, ich biete alles an, also auch gerne in Kombination, gar kein Thema, so wie die Menschen das bei mir gerne hätten. Und wie gesagt, ich bin auch immer so in so einer Weiterentwicklung und da freue ich mich natürlich auch, je mehr ich unterstützen kann, umso besser freut es mich natürlich auch.
Und da freue ich mich einfach über mein neues Energiesystem, das ich auch so in den Sendungen jetzt immer wieder anbiete. Da freuen wir uns auch, dass du dich freust. Und es passt heute auch ganz gut, was du erzählt hast zu unserer Verlosung. Denn heute gibt es von uns ja kleine Affirmationen, kleine Postkarten, die man vielleicht auch beschriften kann, wo man vielleicht auch ein bisschen dankbar sein kann. Und deswegen kommt ja immer irgendwie alles wieder gut zusammen bei Leichter Leben. Angelika, lass es dir gut gehen, sehr hab schön. Eine gute Zeit und auf bald mal wieder. Ja, danke. Bis dann, Angelika Haas, ebenfalls natürlich eine unserer Beraterinnen, die Sie erreichen können. Den Mann, den können Sie übrigens auch erreichen. Ich bin Thorsten Gabriel und als eineiiger Zwilling mit meiner natürlichen Gabe der Hellsicht und genauen Zeitangaben für Sie da. Als Neuzeitschamane kann ich Ihre Aura sehen und durch meine 5D-Chakrenengel-Gebete Ihr erlöstes Potenzial für Sie aktivieren. Durch mein schamanisches Familienstellen und den Familiensegen kann ich Ihnen übernommene Themen und negative Energien aus Ihrer Aura erlösen. Ich freue mich, Sie energetisch und hellsichtig zu unterstützen. Bis gleich, Ihr Thorsten Gabriel. So, der Ferienkalender mit, der Hexenkalender mit Stefanie Kralewski. Doch Ferien, doch die in der Regie machen Ferien gerade. Ab! So, heute gucken wir mal wieder in einen anderen Kulturkreis, meine Liebe. Mhm. Ja, wir haben heute einen ganz spannenden Tag einer chinesischen Göttin namens Xiangwu. Und sie ist, und das finde ich ganz besonders spannend, also wir kennen ja Mondgöttinnen, ne? Also viele von uns, die sich so mit Göttern, Göttinnen beschäftigen, kennen wir Mondgöttinnen, das ist dann die Mondin, ist dann personifiziert. In dem Fall ist es aber anders, denn einer alten chinesischen Tradition nach und einem alten Mythos nach lebt Xiangwu auf dem Mond. Also das heißt, sie ist nicht der Mond, sondern sie lebt dort. Und ist auf ganz verschiedene Art und Weisen dahin gekommen. Also das ist natürlich ein sehr großes Land, mit einer sehr langen Tradition, mit einer sehr langen Kultur. Und natürlich, klar, verändern sich da die Mythen auch. Also es gibt, dass sie da von vornherein gewohnt hat als Geschichte. Es gibt aber auch die Geschichte, dass sie dorthin verbannt wurde. Sie lebt dort fast ganz allein. Fast, denn, hast du eine Idee? Kannst du raten, mit wem sie da wohnt? Auf dem Mond? Mhm. Nee. Mit einem Hasen. Das ist ja eigentlich ganz klar. Naja, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Wirklich. War mein erster Gedanke, gebe ich zu, aber fand ich dann ein bisschen komisch. Ja, mit einem Jadehasen. Und das finde ich eigentlich ganz, ganz lustig, ganz spannend. Der Hase, der baut dort verschiedene Kräuter an auf dem Mond. Das fand ich ganz witzig in diesem Mythos. Aber tatsächlich ist es so, dass es einfach ein Mythos ist von einer sehr, sehr starken Frau, die selber Entscheidungen trifft, die mutig ist und die sich traut, eben auch unbequeme Wege zu gehen. Und was will uns dieser Tag aber denn dann sagen? Ja. Also geht es auch hier wieder um Selbstbewusstsein, dass wir etwas auch daraus lernen können? Ja, also wir können auf jeden Fall erstmal, können Sie ruhig mal ein bisschen recherchieren und die ganz vielen verschiedenen Mythen lesen, findet man im Internet alle, das ist überhaupt gar kein Problem, da gibt es sehr viele schöne Seiten dazu. Aber tatsächlich geht es mir ja immer darum, also meine Mission ist ja, Frauen stark zu machen, und ich finde, Xiangwu ist ein ganz tolles Beispiel dafür, denn sie hat es tatsächlich in den meisten Mythologien nach, hat sie es gar nicht leicht gehabt und ist von ihrem Vater nicht so gut behandelt worden und durfte nicht denjenigen heiraten, den sie hätte heiraten wollen, und sie hat sich durchgesetzt und hat selbst Entscheidungen für sich getroffen, hat immer andere Menschen unterstützt, selbst auch einen inneren Frieden zu finden. Und ich finde, das darf ein Anlass sein, dass auch wir das mal für uns hinterfragen. Welche Wege gehen wir denn? Gehen wir unsere eigenen Wege oder gehen wir die Wege, die andere für uns entschieden haben, die sich vielleicht leichter anfühlen? Oder sind wir denn auch, jeder Einzelne, auch ein Segen für andere Menschen? Helfen wir anderen Menschen, in Frieden zu kommen? Und das Schöne ist, wenn man sich natürlich auch wieder mit dir beschäftigt und weiß, dass es den Hexenkalender gibt, da stehen all solche schönen Sachen eben drinnen. Die suchst du seit vielen Jahren zusammen. Also man muss auch keine Sorge haben, wenn man jetzt zum Beispiel den Hexenkalender von 2019, 2018, 2017,
2015? 2016 und 2015. Oh, krass. Wenn man die schon zu Hause hat, die sind natürlich jedes Jahr anders. Da sind natürlich jedes Jahr andere Geschichten drinnen. Das heißt, man muss die noch nicht mal wegwerfen, sondern man kann auch mal einen Vergleich starten. Mhm. Was war eigentlich dann was ist an dem Tag denn sonst noch so passiert? Und immer wieder kommen da eben neue, schöne Geschichten, die du preisgibst. Genau. Also es ist natürlich so, dass auch, der Tag dieser Göttin ist halt immer heute. Also sprich, ja, immer am 9. September. Und das war es vermutlich im letzten Jahr auch schon. Aber erstens gucke ich natürlich, dass wirklich dass sie sich abwechseln, dass es immer neue Ritualanleitungen gibt, neue Dinge gibt, die sie ausprobieren können. Und dass der Kalender eben auch wirklich, ja, wie soll ich sagen, ein Begleiter sein soll für sie. Ja? Ob sie den jetzt auf dem Nachttisch legen haben und morgens mal dran schauen oder halt abends mal nachlesen, das ist ganz gleich. Einfach einlädt zum Ausprobieren. Genau, und es geht um Inspiration. Ja. Und die kann man natürlich auch immer finden im Hexenkalender, unter anderem eben mit verschiedenen kleinen, feinen Ritualen, die man machen kann, die man nicht machen muss, die aber etwas auch mit Bewegung zu tun haben. Genau. Das heißt, man muss umdenken oder man kann umdenken mit Hilfe auch heute wieder der Natur. Genau, also liebe Zuschauer, ich weiß nicht, ob Sie das kennen, das ist Hirtentäschelkraut, das wächst so auf Wiesen. Hirtentäschelkraut, ich habe das noch nie gesehen. Ich bin sicher, dass du das schon mal gesehen hast, aber einfach nicht beachtet hast, wie das ganz oft so ist mit Kräutern oder Pflanzen, die auf Wiesen wachsen, die wir dann gar nicht anschauen. Die haben so kleine herzförmige Blättchen und sie brauchen genau 27 davon. Am Freitag ist ja Venustag. Venustage sind immer Liebeszaubertage. Und sie brauchen also ein kleines Beutelchen, so ein kleines Baumwollsäckchen oder Satengsäckchen oder sowas oder Organza oder so. Und da legen sie 27 von diesen kleinen Herzchenblättern rein. Und ein Foto von sich und wenn Sie schon einen Herzenspartner, einen Wunschpartner haben, dann mit dazu. Und dann dürfen Sie das unter dieses Beutelchen unters Bett legen. Und man sagt nämlich, dass das Hirtentäschelkraut die Bindung stärkt und hilft, dass Seelenpartner zueinander finden. Und was ist das für eine echt niedliche Pflanze? Ja, Wo findet man die? Na, auf Wiesen, also wo das Gras halt ein bisschen höher steht. So am Ackerrand oder sowas findet man das. Also meine Großeltern kommen ja vom Dorf und ich erinnere mich, dass wir das früher als Kind, wir haben auf der Wiese gesessen und diese kleinen Herzchen abgezupft und gegessen. Also die sind, also das ist nett. Ich bin sicher, dass die meisten von Ihnen das kennen, liebe Zuschauer, ich bin ganz sicher. Na, es mag schon sein, aber ich habe mich trotz alledem darin verliebt, weil es hat natürlich auch was mit Liebe zu tun und auch solche Rituale kommen ja nicht von ungefähr. Das heißt, man geht ja auf die Suche nach Dingen, die eben auch diesem Motto entsprechen und es soll den Menschen ein gutes Gefühl geben. Und da hat es auch wieder was mit unserer Geschichte von vorhin zu tun, nämlich Thema Loslassen. Mhm. Auch hier kann natürlich so ein kleines Ritual jemandem helfen, dass man in eine bessere Schwingung, in eine bessere Energie kommt und vielleicht auch in eine größere Sicherheit. Ja, und dass man vor allen Dingen aufhört zu warten. Ich glaube, das elendige Warten ist echt das größte Problem überhaupt. Ich denke, Warten macht so viele Beziehungen kaputt, so viele Beziehungen im Anfangsstadium auch kaputt. Und man kommt aus diesem Warten einfach ein Stückchen raus, wenn man aktiv wird, wenn man eben nicht zu Hause sitzt und weint und wartet, dass die Welt sich dreht, sondern dass man selber irgendwas tut. Und wenn es diese kleinen Dinge sind, wenn sie vielleicht freitags eine rote Kerze entzünden oder eine rosafarbene und ganz lieb an ihren Schatz denken oder sich einen Mann bestellen oder eine Dame natürlich, je nachdem, werden sie aktiv, sie beschäftigen sich mit dem Thema und das sorgt dafür, dass sie einfach eine Energie ausstrahlen, die tatsächlich dann am Ende zielführend ist. Ja. Manchmal muss man aber auch abwarten, finde ich. Also das gehört ja auch zum Erwachsenwerden dazu. Also hab mir sagen lassen, du hast ja auch manchmal gewartet auf irgendwelche Konzerte von irgendwelchen berühmten Bands wie der Kelly Family. Dass du das jetzt hier erzählen musst. Es macht meinen ganzen Ruf kaputt. Aber die Kelly Family ist eine sehr, sehr schöne Überleitung gleich zu unserem Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Mhm. Und du bist ein großer Kelly-Fan gewesen, ja? Ja, ich habe eine Evolution in meinen Konzerten gehabt. Also es ging von der Kelly von David Hasselhoff über die Kelly Family, dann Boyzone und dann Nirvana. Das ist aber wirklich sehr skurril. Ja, und da bin ich dann irgendwie auch geblieben, ja. Okay. Die Kellys, die haben ja auch mal den großen Traum gehabt, in einem Schloss zu wohnen. Hättest du einen Traum oder wäre das auch etwas für dich zu sagen? So ein Schlösslein, warum denn nicht? Nee, in einem Schloss mag ich nicht wohnen. Ich mag es dann doch moderner.
Ich bin nicht so die klassische Hexe mit Hexenhaus und Schloss. Wobei ich glaube, dass es auch Schlösser gibt, die relativ modern sein können. Aber einige, glaube ich, sind schon echt relativ, jetzt gerade im Winter, auch kalt. Und ich glaube auch, dass es sehr, sehr teuer ist, in so einem Schloss zu leben. Ob das so ist, das ist heute das Thema. Und ich finde es sehr, sehr spannend. Ja. Darüber reden wir nämlich mit unserem Adelsexperten Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Und das Ganze machen wir gleich nach einer kurzen Pause. Denn der Hexenkalender von Stefanie Kralewski, der ist natürlich ab sofort auch wieder im Handel zu bekommen. Wie Sie ihn kriegen, zeigen wir. Der Hexenkalender für 2021 ist da. Im A5-Format mit mehr als 350 Anleitungen führt Stefanie Kralewski Sie bereits zum 7. Mal durch ein Jahr voller Magie, Lebensfreude und vieler neuer Möglichkeiten. Entdecken Sie Rituale zu den Themen Liebe, Finanzen, Harmonie und viele weitere mehr. Bestellen Sie jetzt Stefanie Kralewskis Hexenkalender unter der Telefonnummer 030 95 61 9248. Ob das Hirtentäschelkraut allerdings im Produkt des Tages dabei ist. Ach nein, das war ja das Produkt von gestern. Ich bin auch echt mal ein bisschen durcheinander. Hier geht es um Fülle, da geht es um Reichtum. Und diese Fülle, die könnten viele wirklich ganz gut gebrauchen. Denn wenn man zum Beispiel in ein Schloss ziehen möchte, dann glaube ich, braucht man auch genügend Geld, um sich dieses Schloss leisten zu können. Um Schlösser geht es heute mit unserem Adelsexperten Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe in Astro Royal. Mein lieber Prinz Mario Max, wir haben gerade über die Kellys geredet, die ja auch mal ihr Glück in einem Schloss versucht haben, in einem Wasserschloss nämlich. Du siehst auch gerade so aus, als wärst du irgendwo in einem Wasserschloss. Genau, historisches Gemäuer im Hintergrund. Heute passend zum Thema aus dem Schloss ins Schloss. Und zwar sprechen wir heute über dieses Schlossleben. Und da muss ich eins dazu sagen, man sieht es ja auch so im Hintergrund, das Schloss, das hat natürlich schon viel an romantischen, die alten Gemäuer. Aber wie man sich auch vorstellen kann, dementsprechend viel zu erhalten. Und ich habe immer sehr die Geschichten von meinem Vater Prinz Waldemar genossen. Der ist als kleiner Junge im Schloss Nachod und Ratiborschitz aufgewachsen. Also das war einmal das Winterschloss wie eine Burg und einmal ein Sommerschloss. Und der hat mir immer berichtet, dass er dann als kleiner Bub die Gänge entlang gelaufen ist. Und dann haben die Eltern auch gesucht, wo er da jetzt unterwegs ist, in den Schlossweiten. Und natürlich im Sommer ein Traum, die Parkanlage und draußen viel zu tun und der Wald und der ganze Platz und auch die vielen Zimmer zum Verstecken. Im Winter dann natürlich wird es etwas kälter, da muss man sich dann schon in zwei- und dreifach Decken einmummeln. Aber natürlich ein ganz besonderes Erlebnis, dieses Schloss. Und das Schöne ist ja, dass sehr viele Schlösser jetzt, weil Private es ja kaum mehr meistern können, dann auch vom Staat recht gut verwalten werden und auch oft als Schmuckstück einer Stadt dienen. Wenn ich jetzt zum Beispiel an das Nachod denke, wo es einen tollen Bürgermeister gibt, der wirklich als Bürgermeister Birke sagt, das ist mein Schmuckstück, dieses Schloss renoviere ich, ich möchte da Projekte machen, dass alles wieder toll aussieht und glänzt. Also Schlösser sind was für die Ewigkeit und das adelige Schlossleben, ja, kann entweder ein adeliges sein oder auch manche Stars machen. Wir haben schon Hollywood-Stars gesehen, die gerade in Deutschland sich ein Schloss zugelegt haben oder zum Beispiel Prinz Harry, der sich ein Schloss Frogmore Castle umgebaut hat oder wie du richtig auch sagst, die Kelly-Familie, die als Entertainment-Familie und Stars in einem Schloss gelebt haben. Also das Schlossleben hat was für sich. Aber, aber was man auch sagen muss, und das fand ich bei den Kellys ja auch schon auch ganz interessant, nach dem Tod des Vaters sind alle Kellys nach und nach wieder ausgezogen. Also so richtig dieses Schlossleben zu leben, ist, glaube ich, nicht jedermanns Sache. Und dann gibt es ja auch Schlösser, die sind ja mittlerweile noch bewohnt, obwohl auch die Touristen durchgeführt werden. Also ich weiß nicht, ob ich das so gut finden würde. Also was du sagst, das sind zwei ganz wichtige Dinge, genau. Zum einen ist halt dieses Schlossleben in diesem ganzen Platz mit diesen vielen Räumen unter Umständen auch ein sehr einsames Leben. Das heißt, wenn man da jetzt nicht mit der Familie, mit Kindern drinnen ist, dann muss man es wollen, dass man da so in dem vielen Platz mit den vielen Zimmern lebt, vielleicht alleine oder mit ganz wenigen, weil es durch diese Personalmengen wie früher, das hat ja niemand mehr.
zum anderen, wie du richtig sagst, zum Erhalten, sind eigentlich alle Schlösser zumindest teilweise geöffnet. Ich meine, man kann sogar in den Buckingham Palace von der englischen Königin hineingehen und Touren machen. Diese Öffnungen sind dazu da, dass man eben dann sich auch irgendwie leisten kann, die Schlösser zu erhalten. Und bei den Touren, da gibt es entweder diejenigen, die alle Räume aufmachen und die sind halt dann in dem anderen Wohnsitz oder auf Sommerfrische wo. Da kann man wirklich vom Schlafzimmer bis zum Wohnzimmer überall durchspazieren. Das muss man wollen. Oder die meisten haben natürlich ein Schlossmuseum. Das ist ein eigener Trakt, vielleicht der frühere Ballsaal oder etwas, was man nicht täglich braucht. Und da werden dann durch diese Repräsentationsräume Touristen geführt und bekommen Zugang. Aber was so schön daran ist, dass man ja viel mehr Schlösser sehen kann. Weil wenn man jetzt 100 Jahre zurückdenkt, dann konnte man in viele Schlösser ja gar nicht hinein. Private Schlösser, private Eigentümer, private Kunstsammlungen. Und mittlerweile ist es so quasi wie ein Tag, ein Jahr, ein Sommer der offenen Türe. Man kann hinein und man kann sehen, wie wurde dort gelebt, was sind dort für schöne Kunstschätze. Und das ist schon ganz spannend. Und ich kann auch jeden nur ermuntern, die Schlösser, wenn man herumfährt, zu besuchen. Die sind ja oft auf der Autobahn ausgeschrieben. Da steht rechts Abbieg nach Schloss Nachholz. Hingehen, anschauen. Oder also, zum Beispiel auch mal ein Schlosshotel buchen. Die sind oft gar nicht viel teurer als andere Pensionen. Und dann wohnt man wirklich mal so in einem historischen Gemäuer. Ist auch lustig. Eine Schlössertour zu machen, finde ich, ist auch immer etwas ganz Interessantes. Aber gibt es denn auch Schlösser, weil wir gerade über Modernität natürlich auch geredet haben, wo man sagt, das ein oder andere Königshaus hat schon auch an dem Schloss dann viel gemacht, weil natürlich müssen die auch ein bisschen modernisiert werden. Ja, also es gibt absolut das auch, diese modernen Schlösser. Jetzt gebe ich mal ein Beispiel, und zwar der Neffe von meinem Papa, der heißt Kronprinz Frederik von Dänemark. Und der hat mit seiner Frau, die ja sehr modern ist, mit der sehr geliebten Kronprinzessin Mary von Dänemark, das Stadtschloss Amalienburg in Kopenhagen komplett innen umgestaltet. Das heißt, von außen sind die alten Gemäuer und innen hat er von modernen Künstlern ganz tolle Wandbemalungen machen lassen, schicke Designermöbel hineingegeben und natürlich auch fantastisch das Schloss neu ausgestattet. Also eine neue Küche mit allem Pipapo, weil die gerne auch selbst kochen, ohne dass Personal über die Schulter guckt. Und die haben das wirklich innen komplett modernisiert, ganz moderne Leuchten und Luster hineingegeben. Das heißt, es kann auch hypermodern sein, so ein Schloss. Und wenn man sich sowas auch mal ansehen will, es gibt ja auch Schlosshotels, die das gemacht haben. Zum Beispiel fällt mir ein, Schloss Mönchstein in Salzburg hat aus einem alten Weinkeller ein Spa gebaut, hat dort einen Pool hineingesetzt mit so einer Überschwappkante, also so einen Endless-Pool, wo man quasi in den Horizont schwimmt. Also man kann ganz, ganz viel machen mit den Schlössern. Das Schöne ist, die sind für die Ewigkeit gebaut, weiß man. Wenn man wirklich in einem Schloss ist, dort investiert oder umbaut oder einen Betrieb hineinbaut, das ist auch für die Ewigkeit, weil die Gemäuer, die gibt es seit 1000 Jahren und die wird es noch die nächsten 1000 Jahre geben. Also die überleben das Zeitliche des Menschen auf Erden und das ist natürlich ganz spannend. Also es geht auch ganz modern in einem Schloss. Die Gemäuer sind da und man kann dann auch mit guten Architekten was Modernes dazu bauen. Mein Papa ist geboren im Schloss Klinike, im Jagdschlossklinike in Berlin und das ist jetzt eine Akademie. Können Sie sich alle Berliner angucken und die haben zum Beispiel einen Glastrakt dazu gebaut, wo man ganz viel Licht hat, wo man Seminare und der Eingangsbereich ist nicht durchflutet ist und da hat ein toller Architekt, hat mein Papa auch immer sehr gelobt, sein Geburtsschloss in Klinike Berlin, so umgebaut, dass es einer zeitgerechten Nutzung hypermodern zugeführt wurde. Neue Heizung, neues Licht, Glasflächen und es passt aber zur alten Substanz. Also man muss nicht alles nass und modrig dastehen lassen. Man kann auch, wenn was zum Ersetzen ist, das modern mit alt kombinieren und das macht es dann wieder besonders lebenswert für unseren Geschmack 2020. Ja, und es gibt natürlich auch wahnsinnig viele Schlösser. Also einfach mal im Internet googeln, welches Schloss vielleicht auch in Ihrer Nähe ist und dann fahren Sie da ruhig mal vorbei und gucken sich das an. Das ist ein ganz besonderer Flair. Also solche Schlössertouren machen natürlich sehr, sehr viel Spaß. Mein lieber Prinz Mario Max ist natürlich auch als Lebensberater unterwegs. Das heißt, auch heute wieder über Questico kann man dich natürlich auch erreichen. Wie immer halt. Genau. Ich sag, wie immer über Questico und freue ich mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören bei Astro Royal. Das sind wir ja immer Mittwoch. Und bei Questico bin ich ja täglich online oder einfach den Rückruf einstellen, dann melde ich mich auch zurück und hole den Anrufer ab. Wir freuen uns auf nächste Woche. Bis dahin, lass es dir gut gehen, pass schön auf dich auf und bis ganz, ganz bald, mein Lieber.
Adios. Danke dir, alles tschüss. Liebe. Ciao, ciao. Tschüss, tschüss, tschüss. Unser Prinz Mario Max zu Schaumburg-Lippe. Der ist übrigens auch ein begeisterter Kunde von der Frau, die jetzt kommt. Der intelligente Schmuck von Gabriele Iasetta. Die Schmuckdesignerin fertigt intelligenten Schmuck, der ihre mentalen Fähigkeiten stärkt und sie dabei unterstützt, sie selbst zu sein. Stöbern Sie auf ihrer Internetseite und finden Sie eine große Auswahl an tollen Produkten, die Sie direkt online bestellen können unter www.gabriele-iasetta.com oder telefonisch unter 0800 07 10014. Bei Nennung von Leichter Leben erhalten Sie 10% auf Ihren Einkauf. Holen auch Sie sich den intelligenten Schmuck von Gabriele Iasetta nach Hause und spüren Sie die Energien. Wir haben heute wieder eine schöne Verlosung. Die junge Dame hat sie übrigens heute ausgesucht. Miria, neues Gesicht bei Leichter Leben. So neu bist du zwar auch schon nicht mehr. Neulich warst du ja auch schon beim Kollegen Jens Garling, der ab nächster Woche übrigens wieder hier sitzen wird. Und ihr habt gemeinsam am gleichen Tag Geburtstag, ne? Ja. Ja, kannst mal sehen. Leichter Leben führt die Geburtstagskinder zusammen. Du hast heute eine Verlosung rausgesucht, denn du möchtest ja auch den Menschen diese positive Energie, die du bei uns jeden Tag bekommst, nach Hause bringen, oder? Definitiv. Was gibt's denn heute? Heute gibt es diese wunderbaren Affirmationskarten. Genau, und da sind einige drinnen. Da sind echt viele Sprüche. Viele schöne Sprüche, ja. Du wolltest sie eigentlich heute Morgen dann schon selber behalten, aber hast gesagt, nein, das sind uns unsere Zuschauer schon wert. Ihnen müssen diese Karten nur 50 Cent wert sein, denn so viel kosten sie aus dem deutschen Festnetz wie immer. Und wir können, oder Sie können den Anrufbeantworter bis um 11 Uhr besprechen mit der richtigen Lösung. Wir wollen wissen, der Kalender von Stefanie Kalewski, ja, für welchen ist sie denn bekannt? Für den Hexenkalender oder den Ferienkalender? Lustig, Ferienkalender fand ich lustig, oder? Gut. Ja, hast du auch dir ausgedacht, ja? Oder was ein so ein Vögelchen, hatten wir da was getwittert. Teamarbeit sozusagen. Sehr schön. Ich habe vorhin ja gesagt, manchmal ist es so, und ihr seid ja auch dafür zuständig, dass die Sendung immer schön bestückt ist, aber manchmal kommen einfach unvorhergesehene Dinge oder Dinge, die man nicht beeinflussen kann, so wie heute auch. Uns hat ein Gast kurzfristig abgesagt. Vollstes Verständnis, Trauerfall in der Familie, um Gottes Willen. Deswegen haben wir gesagt, ja, dann lernen wir Miri mal ein bisschen besser kennen. Und du bist auch ein bisschen Spielekind, ja? Ja, total. Also Spiele, kennst super. Kennst du True Stories? Nein. Kennst du Genial daneben? Nein. Kennst du Genial daneben, Stefanie? Ja, ne? Ich bin halt auch älter, daran wird es liegen. Das mag vielleicht sein, aber die junge Generation guckt ja auch kein Fernsehen mehr. Hugo Egon Balder sagt dir wahrscheinlich auch nichts mehr, oder? Das ist der Quizmaster und den spiele ich jetzt gerade, denn da sind ja auch immer Skurrilitäten, die Prominenten beantworten müssen. Und ihr seid jetzt meine Prominenten. Ihr könnt auch darüber diskutieren, was glaubt ihr nicht. Und Sie zu Hause können natürlich auch mitmachen. Übrigens, dieses Spiel ist im Moses Verlag herausgegeben worden. Wir kriegen nichts dafür, aber weil wir es so schön finden, machen wir immer gerne ein bisschen Werbung, denn es lohnt sich auch mal zu Hause zu spielen mit ein paar Freunden oder so an einem lustigen Abend. Da sind lustige Fragen dabei. Lustig. Es geht darum, ich stelle dir jetzt, oder ich stelle eine These auf und gebe euch drei Antwortmöglichkeiten. Eigentlich sind es vier, aber ich lasse mal eine weg, sonst dauert es zu lange. Und ihr müsst dann entscheiden, welche Antwort eurer Meinung nach richtig ist oder welche falsch sein müssen könnte. Müssen wir uns in Teamarbeit entscheiden? Ihr könnt auch in Teamarbeit. Das fände ich eigentlich auch mal ganz schön. Ja, wie bei Genial daneben. Ein Teamleiter gibt dann am Schluss das Machtwort an. Mhm. Teamleiter ist jetzt mal Miri. Also Miri entscheidet, aber du kannst ja probieren, sie zu überzeugen. Erste Frage, und Sie können zu Hause natürlich auch gerne mitspielen. Borstenwürmer sind erstaunliche Lebewesen. Warum? Ihre Haut ist gleichzeitig ihr Magen. Ihr Geschlechtsorgan befindet sich im Mund. Oder wenn man einem Weibchen das Gehirn entfernt, dann wird es zu einem Männchen. Das glaube ich nicht. Das letzte glaube ich nicht. Ja, ich fand, das erste hat sich eigentlich schon. Ja, ich habe irgendwie. Ziemlich, wobei mit dem Geschlechtsorgan im Mund. Ich sag eins. Was eins? Also Teamleiter Miri sagt Antwort 1, also die Haut ist gleichzeitig ihr Magen. Nee, es ist wie bei den Menschen auch. Entfernt man dem Weibchen das Gehirn, dann werden sie einfach zu einem Mann. Nein. Ist das lustig? Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Was kann man gemäß deutscher Einkommenssteuergesetz
kann man deutschem Einkommenssteuergesetz steuerlich absetzen? A. Mehrlingsgeburten, den eigenen Tod oder Lösegeld? Bestimmt den eigenen Tod, oder? Das geht eigentlich, glaube ich, nicht. Weil den eigenen Tod kannst du nämlich nicht absetzen, weil das sind ja Erbkosten. Erbkosten, die deine Erben haben. Das heißt, deine Erben könnten das absetzen. Ja. Ich glaube, dass Mehrlingsgeburten, ich habe keine, aber ich meine, dass ich irgendwie, weiß nicht, vielleicht bilde ich mir ein, dass ich mal was dazu gehört habe. Aber was war macht das für mich Sinn. Lösegeld. Okay. Wobei Lösegeld könnte auch eine außergewöhnliche Belastung sein. Ja. Da geht es nicht um kleine Beträge. Ja. Also, Kapitän Miri, was sagst du? Ich vertraue auf dein Urteil. Ja, das ich gehe mit den Mehrlingsgeburten. Es wäre das Lösegeld. Nein! Tatsächlich. Die Sängerin, das ist zum Beispiel, die kannte ich, die ist bei Genial daneben. Wenn du es öfters mal gesehen hast, weißt du die Antwort auch sofort. Da wurde die Frage neulich auch mal gestellt. Die Sängerin Janis Joplin besuchte die Universität in Chicago. Was geschah dort? Sie legte ihr Geschichtsexamen singend ab. Sie nahm wiederholt mit freiem Oberkörper an Vorlesungen teil. Du kennst Janis Joplin wahrscheinlich gar nicht. Ich kenne den Namen, aber... Oh Lord, won't you marry in Mercedes-Benz? Sie wurde zum hässlichsten Jungen gewählt. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das bei Genial daneben gesehen habe. Aber ich finde ja B schon fast zu naheliegend. Mit dem freien Oberkörper? Ja. Wegen der Hippie-Zeit und so, meinst du? Ja, ich glaube... Da du es ja nicht weißt, ist es eigentlich ein bisschen ungerecht, ne? Ich habe keine Ahnung. Ihr könnt es aber danach ja nochmal... googeln, damit man nochmal weiß, wie Janis Joplin aussieht. Okay. Sie wurde tatsächlich zum hässlichsten Jungen gewählt. Was traf 2012 auf die US-Amerikaner zu? Nur 4% waren kein einziges Mal bei McDonald's. Mehr als 50% der Wahlberechtigten hätten George Clooney zum Präsidenten gewählt. Den traut man ja alles zu. Ja. Etwa 8% besaßen eine Versicherung, die im Falle einer Entführung durch Außerirdische zahlt. Also, ich kann mir C deshalb total gut vorstellen, weil mein Mann ist ein großer Prepper-Fan. Ich weiß nicht, Prepper, ne? Also die auf alles vorbereitet sind. Und in den USA sind die ganz verrückt und sind vorbereitet auf Zombie-Apokalypsen und so. Ich kann mir echt vorstellen, dass sie auch deswegen eine Versicherung haben. Weiß ich aber nicht. Ja, ich finde, es liegt alles. Ja. Ich finde alles gar nicht so... Also könnte ich mir alles vorstellen. Ja. Auch, ich könnte mir auch alles vorstellen. Wobei 4% nicht bei McDonald's. Vielleicht gehen noch mehr am nächsten. Ja. Nur 4% waren nicht. Also genau. Nur 4% waren kein einziges Mal. Vielleicht 4% sind 4 noch zu viel. Echt? Ich weiß es nicht. 4%? Also, mein Bruder war mal in den USA und hat gemeint, die haben... Also damals gab es viel Fastfood. Entscheid dich. Ich weiß es auch nicht. Es ist nur eine Vermutung. Aber es ist lustig, ne? Also, weil alles irgendwie sein könnte. Ja, aber also George Clooney würde ich auch wählen. Echt? Du noch, ja? Als Junge. Es ist ein schöner Mann. Ja, kann man nichts sagen. Das so. Stimmt. Liegt die fest? Entscheidungen. 3. Die Außerirdischen. Die Außerirdischen. Ah, du wärst aber richtig gelegen mit dem 4%, waren kein einziges Mal bei McDonald's. Ach, Mist. Schöne Frage. Jetzt übrigens als letzte Frage, glaube ich. Welchen Fund machte ein japanischer Bauer auf seinem Grundstück im Jahr 2009? Ihm stolzierte ein Kalb mit 2 Köpfen und 6 Beinen entgegen. Er fand eine Kiste voller 100.000 Wenn-Scheine im Wert von umgerechnet 200 Millionen Euro. Oder er fand ein 56-blättriges Kleeblatt. Ich sag jetzt gar nichts mehr. Du hast jetzt zweimal Steffi, du bist heute, ne? Normalerweise bist du doch hier. 2009. In Japan. 2009, ja, aber das glaube ich ist... Also ich fand B, alles andere ist zu abwegig. Das Geld, ja, die umgerechnet 200 Millionen Euro. Nee, er fand das tatsächlich Kleeblatt. Ein 56-blättriges Kleeblatt. Tatsächlich. Kleeblatt. Nein. Nach einem Bild googeln müssen. Wie groß ist das bitte? Das würde ich jetzt auch gerne wissen wollen. 56? Wie? Also,
Vier ist schon selten. Ja, das stimmt. Dann, das muss ja riesig gewesen sein. Das war sehr schön. Also eigentlich hätten wir gerne noch ein bisschen länger gespielt. À la genial daneben, genial daneben mit dem leichteren Leben. Das macht sehr viel Freude. Also True Stories gibt es auch in mehreren Ausfertigungen mittlerweile. Also mehrere Auflagen, die bereits erschienen sind. Vielleicht ein paar aktuellere. Wieso? Es ist total egal, ob wir die Fragen von 2009 oder von 2019 stellen. Gewusst hättet ihr so und so nichts. Wir gucken jetzt aber auf den Spruch des Tages, was der uns sozusagen hat. Der ist auch sehr schön. Ein freundliches Wort kostet nichts und dennoch ist es das schönste aller Geschenke. Das ist absolut richtig. Das war's für heute. Wir sehen uns morgen wieder pünktlich um 10, wenn es heißt Zeit für mich. Zeit für ein leichteres Leben. Wir freuen uns. Danke, danke, danke. Bis morgen 10 Uhr. Haben Sie sich wohl. Schönen Nachmittag. Tschüss. Servus.